So, ich lasse ihn erstmal laufen. Da kommt auf jeden Fall ein Vögel. Moin, da war noch ein Zander offen, ne? Köderfisch, Pätschen und so. Das wollen wir jetzt mal versuchen. Wir haben ja alles erklärt. Ich angle jetzt mit Pose, relativ einfach. Leicht Fischfetzen, einzelne Haken, sonst 6 Gramm Posen. Und wir mal gucken, ob da ein Zander beißt. Wenn es passiert, gehen wir nochmal ins Eingemachte. Ich versuche mal. So, ich habe die Sido im Einsatz, ne? Schön weich, ein schöner Fetzen hier. Und die haben mir mal gezeigt, wie man das schneidet. Karpfenhaken. Und ja, 4 Gramm Blei. Dann kommt hier eine 5 Gramm Pose. Passt optimal, kann ich, wenn dunkel wird, sogar einen Knickig einsetzen. So lange wollen wir aber heute nicht, glaube ich. Sagt man ja beim Angeln immer, so lange will ich heute nicht und dann kommt es doch wieder dabei raus. So, optimal wird es natürlich hier ein Rodpod, ne? Oder irgendwie ein Dreibein. Das ist aber besetzt, da hat Janne die Aalangeln drauf. Janne, heute Kameramann, Pullover so drüberlegen oder eine Matte drunter legen. Ich habe auch noch eine Matte im Auto, wenn ich die guten Hände lege, dann lege ich die Matte drunter, damit die Rollen nicht zerkratzen. Das muss ja nicht sein, kostet ja echt alles Geld. Ne? Und ja, einfach Pullover oder eine Decke. Aber am besten ist es, ihr kauft euch einen Quantum-Pullover und hängt ihn da drüber, dann ist das rein. Ne? Dran. Ja, scheinbar ein Biss gehabt, Tüttel gebaut, aber das sah nicht nach Zander aus, das war ein Krabbenbiss, die hängt ja glaube ich sogar noch dran. Guck mal da, die Pose. Ja, das ist ein Krabbenbiss, glaube ich. So, ja. Fängt das schon wieder an hier mit den Krabben. Wisst ihr überhaupt, wie eine Wollhandkrabbe aussieht? Das da ist kein Zanderbiss. Das ist ein Krabbenbiss. Kescher ist ausgefahren. Die kann man nur fangen, wenn man ganz langsam dreht. Ja, ich habe gleich wieder losgebissen. Wir haben ja, den Platz nochmal gewechselt. Ist jetzt ein bisschen diesig, die Sonne ist weggegangen, obwohl, boah, ist halt eine Luft. Und ich möchte einen fangen. Ne? Jetzt habe ich hier auch mal meinen Rodpod. Das ist hier total laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Das ist Angeln wie in Hamburg in der City, aber da sind wir nicht. So, die Waffen sind scharf. Ich hab das. Und der läuft
für eine Wollhandkrabbe zu schnell. So, jetzt verpasse ich den mal hier. Oh, der ist da ganz rüber gelaufen. Da geht er. War ein schöner Biss. Vorteil geflochten, ich habe einen Biss und der kommt gerade an mir vorbei. Mal hier. Da haben wir die Nummer hier, gelbe Schnur, rote Schnur. Ich kann alles auseinanderhalten. Muss wieder weg. Der läuft jetzt richtig hier. So, Janne, mal gucken, dass er nicht in deine Aalangeln läuft. So, ich lasse ihn erstmal laufen. Und da kommt auf jeden Fall ein Fisch. Sollte das wirklich der Zander aus Köderfisch sein? Es ist der Zander. Kameramann, wir haben ihn. Ja, Sido, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Schöner Zander. Na, haben wir die Blätter raus, das geht ja gar nicht. Hier. So, dafür gibt es ja Abhakenmatten, ne? Ups. So, da ist er, der Köderfischzander. Jo, die Montage. Da habe ich noch mal ein bisschen was abgeändert. Ich habe jetzt hier so eine richtig feine Zanderpose genommen. Darüber eine Stopperperle. Stopperfarben, habe ich alles erklärt, ne? Dann kommen jetzt hier zwei Schrotbleie. Das ist die Feinkarierung. Hier kommt jetzt mein Hauptblei. Pose 5 Gramm, das Blei hier 4 Gramm. Kann man das so sehen hier auf meinem Knie? Und darunter habe ich jetzt ja, ein Rundbogenhaken, Größe 1, da ich eine 30er Schnur am Zander keine Angst vor, kann man ruhig machen. Meine Geflechtschnur hier, ja, habe ich ja schon hier viel genutzt, ne? 8 Kilo, dafür absolut ausreichend. Und diese Pose, da denkt man ja nun, da braucht man ja auf jeden Fall so ein Posenrohr für, kann man natürlich machen. Aber die Antenne, die kann er rausnehmen für den Transport, dann brechen die Dinger nicht immer ab. So, das ist eine ganz gute Geschichte. Und zum Zanderangeln nur eine feine Rute, könnt ihr ruhig machen. Wir haben hier kaum Strömung. Und ja, dann darf ich ja in der harten Strömung mit dem Heavy-Gerät nochmal einfangen. Aber ich freue mich total, dass ich jetzt eingefangen habe. Wir haben hier irgendwie so 4,5 Meter Wassertiefe und ich habe jetzt den Fisch ja, Rotauge hier, 10 cm, den habe ich jetzt so 1 Meter, 1,5 Meter, ja, 1,20 über den Grund gehängt, damit die Krabben da nicht so rankommen. Und die Pose im Wasser hier, ich
halte da noch mal rein. Das sieht natürlich auch schick aus. Das wollte er haben. Geil. Und die Pose habe ich jetzt hier oben abgestoppt mit den Schrotbleien. Auch das habe ich ja schon mal erklärt. Das Vorfach kann die Pose beim Wurf nicht berühren. Und dann habt ihr auch keinen Tüdel. Das könnt ihr werfen, wie ihr wollt. Kein Tüdel, weil abgestoppt ist. Ja, und jetzt werde ich nochmal die Angel rausbringen. Mal sehen, was da noch passiert. Guck mal, wie der wegnagelt hier. Da. Guck mal da, der nimmt. Ziemlich viele Matten hier rumliegen. Aufpassen, dass Janne nicht noch auf die Knochen geht. Ja? Ich würde mal ihn gehen lassen. Ich habe hier einen relativ großen Fisch drauf. So. Lass ihn ein bisschen hier reinlaufen. Der macht ganz gut Dampf hier. So, jetzt kommt er. Da geht er nochmal. Petri! Dank! Zanderfluch doppelt gebrochen. Das war Zander mit Pose. Da hinten haben die mir sogar Musik angemacht. Vielleicht könnt ihr die auch hören. Ich freue mich echt. Der Zanderfluch ist beendet. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Wir haben die Methode erklärt. Zwei Angeln feststehend kann ich hier bei der Wassertiefe machen. Eine mit der Laufpose. Bisschen über dem Grund wegen den Krabben, sonst kann man den Fisch auch auf dem Grund so ein bisschen schleifen lassen, posen, bewegen sich ein bisschen, dadurch kommt da auch ein bisschen Bewegung rein. Und ja, wer dann diese Vertikalgeschichte kennt beim Zanderangeln, es sind halt ganz langsame Bewegungen, aber das werden wir irgendwann nochmal zeigen. Köderfischangeln haben wir hinbekommen, da freue ich mich richtig drüber. Weil ich fange so viele Zander im Jahr, ne? Und es sollte eigentlich nicht klappen bis jetzt. Und ja,
wir machen weiter, unser Ziel ist hoch, ne? Und der war ganz hart erkämpft. Walk, come walk with me, feel the breeze, come walk with me, oh and dance, come dance.